Kleinschadenreparatur an Karosserie und Kunststoffteilen mit dem Lackreparaturset von Collamatic. Hier ein typischer Spot-Repair-Schaden im unteren Bereich des Fahrzeugs. Das Bauteil abkleben und gegebenenfalls den Reifen mit Papier abdecken. Den Kratzer mit Trockenschleifpapier P180 plan schleifen. Mit Silikonentferner die Schleifstelle großzügig und gründlich reinigen. Restvertiefungen werden anschließend mit Collamatic 2K Universalspachtel ausgefüllt. Dazu den 2K-Spachtel mit 2-3% Härte aus der Tube vermischen. Je nach Schichtdicke den Spachtel ca. 5-10 Minuten mit Hilfe eines Infrarottrockners trocknen lassen. Mit P180, P240 wird der getrocknete Spachtel nun geschliffen und die Stelle mit Silikonentferner gereinigt. Gründlich abkleben, darauf achten, dass die angrenzenden Karosserieteile gut vor Sprühnebel geschützt sind. Falls erforderlich, bei Durchschliffstellen, die bis auf den Kunststoff gehen, mit Collamatic Kunststoffhaftvermittler grundieren und ca. 5 Minuten trocknen lassen. Der 1K-Füllprimer ist mit einem variablen Sprühkopf ausgestattet, mit dem durch Verdrehen des rückseitig angebrachten Hebels die Sprühstrahlbreite und die Ausrichtung horizontal oder vertikal eingestellt werden kann. Mit dem Füllprimer in mehreren dünnen Spritzgängen füllen. Die Füllprimer HG1 bis HG8 sind in Grautönen von Weiß bis Schwarz und Rot abgestuft. Somit kann eine höchstmögliche Deckkraft mit wenig Lackmaterial erreicht werden. Der Füller trocknet mit Infrarottrocknung innerhalb von ca. 7-10 Minuten. Nach dem Trocknen zum Nassschliff das Papier entfernen. Geschliffen wird mit P800 und ausreichend Wasser, um ein Zusetzen des Papiers zu vermeiden. Anschließend die umliegende zu bearbeitende Fläche großzügig nass mit dem Schleifvlies P2000, P4000 mattieren. Das gesamte beizulackierende Teil gut mit Silikonentferner entfetten. Vor dem Lackieren des Basislacks muss gründlich abgeklebt werden. Mit einer Zwischenabluftzeit von ungefähr 2-3 Minuten bei 20 Grad wird der Basislack in 3-4 dünnen Schichten lackiert. Die Fläche vor dem nächsten Spritzgang immer mit einem Staubbindetuch leicht abwischen. Die Ausbesserung ca. 15-20 Minuten ablüften lassen. Ist der Basislack gut angetrocknet, noch einmal mit einem Staubbindetuch den oberflächlichen Sprühnebel entfernen. Der im Set enthaltene 2-Komponenten-Klarlack muss vor der Verarbeitung aktiviert werden. Zur Vermischung des Härters mit dem Lack den Deckel am Dosenboden abnehmen und den dort befindlichen Ring durch das Loch des Stiftes führen. Mit dem Ring den Stift kräftig nach unten ziehen und mindestens einmal um 360 Grad drehen. Jetzt ist die Kartusche im Inneren geöffnet und der Härter kann sich mit dem Wirkstoff vermischen. Dazu schütteln Sie die Dose kräftig ca. 2 Minuten lang. Erneut mit dem Staubbindetuch reinigen. Mit gleichmäßigen Bewegungen den ersten Spritzgang bis in die Randzone des Basislacks aufsprühen und ca. 2-3 Minuten ablüften lassen. Anschließend die zweite Schicht darüber hinaus aufsprühen, sodass auch die Basislackausnebelung abgedeckt ist. Sofort nach der Klarlacklackierung den Beispritzlack in die Randzone des noch nassen Klarlacks auftragen. 5 Minuten ablüften lassen und danach mit dem Infrarottrockner bei 60 Grad Objekttemperatur 30 Minuten lang trocknen lassen. Nach dem Abkühlen kann der nun leicht seidenmatte Übergang zur Originallackierung mit Schleifpolitur auf Hochglanz poliert werden. Das Ergebnis zeigt, mit dem Collamatic Lackreparaturset für Karosserie und Kunststoffteile können kleine Beschädigungen schnell und effizient ausgebessert werden.